Mein Name ist Christoph Buchheil, ich bin Physiker, unterrichte an der Uni Köln und bin noch ein bisschen am Forschungszentrum Jülich. Ja, so eine industrielle Revolution ist eine gewaltige Aufgabe und Sie dürfen das einfach nicht zu klein sehen. Und diese industrielle Revolution wird 100 Jahre dauern. Und im Moment werden noch 80% der Weltenergieversorgung durch fossile Energieträger gedeckt. Und so eine Revolution jetzt durch Gesetzesbeschluss oder nationale Alleingänge herbeizuzwingen, das wird nicht gehen. Sondern man wird sich ganz gewaltig anstrengen müssen, für den Rest der Welt attraktive Vorbilder zu liefern. Deutschland hat 2,5% dieser unerwünschten fossilen CO2-Emissionen, die sich in der Atmosphäre ansammeln. Deutschland hat eine große Leistung vollbracht durch die Entwicklung der Photovoltaik. Photovoltaikanlagen sind inzwischen ein Faktor 10 preiswerter als noch vor, sagen wir, 10 Jahren oder so. Das ist ein Fortschritt, der auch der gesamten Welt zugute gekommen ist. Man kann die erneuerbaren Energien einfach immer weiter ausbauen. Es wird immer weiter gehen, ist auch falsch, denn das ist ein nicht lineares Problem. Was zum bestimmten Anteil gut geht, geht zu 100% nicht. Ein Industrieland oder jeder von uns, der möchte den Strom dann haben, wenn er braucht. Obwohl die Windenergie sicher unsere zukunftsfähigste Energiequelle ist, ist der Gesamtbedarf damit nicht irgendwie zu decken, sondern wir müssen dann versuchen, die Windenergie für andere Zwecke auch zu nutzen. Ein gewisser Anteil im Energie-, im Strommix ist total sinnvoll. 100% Windenergie total unmöglich. Der Netzausbau ist eigentlich eine sehr kostengünstige Alternative, um das räumliche Mismatch, also Stromverbraucher im Süden, die in wenigen Jahren unter der Abschaltung der Kernkraftwerke, ich sag mal, zu leiden haben, um die zu versorgen mit den energiegiebigen Stromquellen offshore, zum Beispiel in der Nordsee. Das heißt, der Netzausbau ist eine relativ preiswerte Methode, um die Energiewende weiterzutreiben. Wenn man schon Zentren hat, die Strom erzeugen, die da sind, wo eben keine Verbraucher sind. Also sie können München nicht nach Schleswig-Holstein verlegen, ja, oder so. Das geht halt nicht. Da muss man sehen, dass man die Energie dorthin transportiert, wo sie gebraucht wird. Irgendwie ist diese Energiewende schon ein gutes Projekt. Und wenn jeder sagt, macht mal, aber ich mache nicht mit, das kann auch nicht laufen.